Persönliches Logbuch des Commander Ray Pinscher, Sternzeit 3308-2903. Hallo meine lieben Elite Dangerous Fans, ich bin zurück. Endlich habe ich es geschafft und habe meinen Rechner perfekt updaten können. Inzwischen läuft sauber mein Windows 11 und alles ist neu und ich muss euch sagen, das hat sich wirklich gelohnt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich kann ab sofort richtig, total flüssig spielen, ohne Probleme. Und zwar nicht nur hier im normalen Standard-Spielmodus, wo alles auf Ultra steht und sauber und weich läuft, sondern auch unter der VR-Brille. Das habe ich natürlich ausgiebig jetzt erstmal neu getestet, deswegen habe ich mich auch ein paar Tage eben nicht gemeldet, wollte das einfach mal genießen und bin absolut geplättet. Es macht wahnsinnigen Spaß, zum Beispiel mit dem Buggy auf dem Planeten rumzudüsen, dort Materialien einzusammeln, nach geologischen und biologischen Strukturen zu forschen und das Ganze im vollen VR-Erlebnis. Zwar nur, wenn man im Buggy sitzt, aber wenn man aussteigt, kann man über die freie Kamera das genauso zumindest teilweise erleben und für den kleinen Moment, wo man dann mal irgendwas macht, kann man das noch verschmerzen. Ich hoffe wirklich, dass Frontier die VR-Unterstützung für den Odyssey DLC noch nachliefert und irgendwann das Ganze auch perfekt macht. Soweit erstmal zu den positiven Neuigkeiten. Es hat übrigens auch geklappt, nur für die technisch Interessierten. Meine uralte Windows 10 Version, die schon aus Windows 7 gewachsen ist, ohne Probleme auf Windows 11 abzudaten, inklusive der dazugehörigen neuen Aktivierung. Hat alles wunderbar geklappt. So, jetzt aber zurück zu unserem Spiel, denn in der Zwischenzeit habe ich ein bisschen was ausprobiert. Habe also ein bisschen Strukturen gescannt, die möchte ich gleich noch verkaufen. Dann gehen wir gleich mal bei Vista Genomics vorbei, kassiere mein Geld und dann möchte ich mit euch einen kleinen Ausflug machen. Denn mein Freund El Padre hatte ja in den Kommentaren geschrieben, ich sollte unbedingt mal das System LTT 198 aufsuchen. Das muss allerdings erst freigeschaltet werden. Und dort könnte ich dann bei einem Megaschiff tolle Sachen einkaufen, die ich eigentlich gerne hätte. Ja, und das wollte ich gerne mit euch heute mal ausprobieren. Soweit, dann stehen wir mal auf und bewegen uns mal zunächst zu Vista Genomics, um etwas zu verkaufen. Ja? Du bist aber sehr freundlich heute, Ernie. Sie sind wohl hier, um uns mit unserer Forschung weiterzuhelfen? Ja, gerne. Ich habe nämlich so ein bisschen was gesammelt und das würde ich euch gerne verkaufen. Wie sieht's aus? Unsere Wissenschaftler wissen, neue Daten zu schätzen. Na, das hoffe ich doch für euch, ne? Ja, keine organischen Daten entdeckt. Stimmt. Ich bin hier im Moment ganz falsch bei euch. Es waren ja rein geologische Daten. Aber na gut, ich komme demnächst wieder, dann habe ich bestimmt wieder was dabei. Okay. Kann ich noch anderweitig helfen? Nö, im Moment nicht, danke. Kommen Sie gern wieder, wenn Sie weitere Biodaten gesammelt haben. Mach ich, alles klar. Dann mal tschüss, ne? So, dann gehen wir mal. Eine Runde ins Schiff, bitte. Auch hier auf der Station, wenn ich mich bewege, das läuft alles sehr viel flüssiger und macht wirklich richtig Spaß. So, dann wollen wir doch mal in unsere Diamondback Explorer einsteigen. Okidoki. Hinein ins Vergnügen. So, dann schauen wir doch mal ganz kurz, was wir eigentlich machen wollen. Dazu schalte ich mal um auf meine Inara-Seite. Und da habe ich dann schon mal das Sternensystem, wo ich jetzt als nächstes gerne hin möchte, euch hier aufgerufen. Das nennt sich LTT 198 und wichtig, dieses wird von der Torval Mining Limited, von dieser Fraktion sozusagen kontrolliert. Und um eine Genehmigung zu bekommen, die dafür erforderlich ist, könnt ihr ja hier ablesen, müsst ihr euch ein System suchen, wo eine Untergruppierung von dieser Fraktion das Sagen hat. Dort müsst ihr Aufträge annehmen, die entsprechend den Ruf dann auf verbündet hochfahren, und dann bekommt ihr von dieser Fraktion die Einreisegenehmigung. Das habe ich insoweit schon mal erledigt, bin allerdings vorher auf die Nase gefallen. Das wollte ich euch noch erzählen. Denn, ich gehe mal zurück und schalte hier mal auf die galaktische Karte. Das sind also zwei Sprünge, ich habe sie schon mal programmiert von hier, und hier kommt dann ein Sprung, den ich euch auch noch zeigen wollte, der über so einen Schweifboost dann geht. Aber ich will erstmal ganz kurz hier das System in den Vordergrund holen. Moment, wo ist es? Ein bisschen schwierig, da. Und mal die Systemkarte dazu aufrufen. Denn wir müssen, und das ist eigentlich die einzige Station, die es hier in dem EGM 559 System, das ist in der Nähe von dem LTT 198 gibt, und zwar ist das hier das Burke Dock. Und da müsst ihr hin, und seht ihr, da ist dieses Torval Mining Limited, diese Fraktion hat hier das Sagen, beziehungsweise ist eine der Fraktionen, die dort anzutreffen sind. Und da müsst ihr den Status Verbündet erreichen, und dann kann man auf dieser Station die Einreisegenehmigung bekommen. Ich bin vorher da rumgedüst und habe mir hier den LTT 198 rausgesucht. Mal gucken, ob ich ihn finde irgendwo. Wahrscheinlich nicht so einfach hinzukriegen hier. Muss ich mal ein bisschen hier reinzoomen. Mal gucken, ob das machbar ist irgendwie. Dass wir dieses System hier mal aufrufen können. Moment. Ah, das ist ein bisschen schwierig. Na, dann machen wir es anders. Dann geben wir mal hier oben die Nummer direkt ein. So. Da ist es. Es ist also relativ gesehen, wie ihr seht, hier in der Nähe von dem System, wo ich mich gleich hinbewegen will. Das ist das Zielsystem, und hier steht, für dieses Standort ist eine Autorisierung erforderlich. Und jetzt habe ich zunächst, weil ich das gelesen habe, die Autorisierung für dieses System kann über die Fraktion LTT 198 Order erlangt werden. Ja, das war mein Fehler. Ich habe mir dann irgendwo in der Nähe ein System gesucht, wo genau diese Fraktion das Sagen hat. Bin da hingeflogen, habe da auch die Aufträge angenommen, bis ich verbündet war. Aber eine Einreisegenehmigung für mein LTT 198 habe ich trotzdem nicht bekommen. Dann habe ich nochmal genau nachgeguckt in den Kommentaren, was mein Freund El Padre mir geschrieben hat. Und der hat mir genau ja dieses System hier empfohlen, das EGM 559, und zwar auch eben diese Burke-Station. Und die Fraktion, wo ich dann eben die Aufträge gemacht habe, war nicht die LTT 198 Order, sondern die Torval Mining Limited. Und dort habe ich das dann auch bekommen. Tja, manchmal ist eben das, was hier im Spiel direkt steht, leider nicht entweder ganz aktuell oder schlicht ergreifend falsch. Aber was soll's. So, nun fliegen wir da mal hin. Machen wir mal. Dann kann ich euch auf dem Weg dahin auch mal zeigen, wie das mit diesem Schweifboost funktioniert. Das bin ich euch ja noch schuldig von der letzten Aufnahme. Und diesmal machen wir das mal ganz manuell. Denn ich will noch mal ein bisschen testen, wie mein System sich jetzt so darstellt mit dem neuen. Ja, können wir auch mal wieder rausgucken hier. Auch das muss ich sagen, von der Kamera läuft alles sehr viel weicher jetzt ab. Funktioniert einfach irgendwie wesentlich flüssiger. Auch Windows 11, muss ich gestehen, gefällt mir sehr gut. Ist sehr geschmeidig, läuft sauber und funktioniert richtig gut. So, okay. Dann mal los. Auf geht's. Und Frameshift. Nein, jetzt Frameshift. So, da sind wir in dem entsprechenden System, wo hier der Schweifstern ist. Und das nächste System, wie ihr seht, da oben, wo ich hin muss, ist 53,9 Lichtjahre weg. Also auf jeden Fall nicht normal zu erreichen. Um diesen Schweifboost ausnutzen zu können, muss unbedingt ein Treibstoffsammler mit on board sein. Sonst funktioniert es nicht. So, dann fliegt man langsam und bedächtig, am besten ein bisschen an den Rand dieses Schweifs. Also nicht mitten rein, sondern eher so in der Endzone. Und irgendwann seid ihr dann drin in dem Staub, in dem Auswurf sozusagen. Und jetzt geht's los. Schub weg. Ein bisschen rumtrudeln lassen, bis dann oben steht Frameshift-Antrieb super geladen. So, dann muss man sehen, dass man irgendwie hier wieder rauskommt. Am besten ein bisschen gerade halten, Schub geben, dass man diesen Schweif wieder verlässt. Dann kann man sich neu ausrichten. So. Alles klar. Und nun können wir unseren neuen Hyperdrive starten. Und bewegen uns mal eben 53,9 Lichtjahre mit einem Satz. So, da sind wir doch schon angekommen. Nun müssen wir uns nochmal die Station hier ins Visier nehmen. Können wir gerade einen Filter setzen, geht's einfacher. So, Ziel wählen und auf geht's. Ich würde sagen, hier mache ich mal wieder einen kleinen kurzen Schnitt und wir sehen uns im Anflug auf die Burke Station. So, bin zurück, kurz vor dem Anflug hier zur Burke Station. Diese Station hat übrigens auch nur kleine und mittlere Landeplätze. Also mit großen Töppen kann man leider hier nicht landen und dann natürlich auch keine Aufträge annehmen. Da müsste also auf jeden Fall mit Schiffen hinfliegen, die einen kleinen oder maximal einen mittleren Landeplatz benötigen. Ich glaube, auch die Dienste sind relativ eingeschränkt, was zum Beispiel Reparaturen bzw. Aufmunitionieren angeht. Für diese Zwecke habe ich mir meine Krait dann in ein benachbartes System geholt und dort so eine Art Zwischenlager angelegt. Und wenn ich Aufträge angenommen habe, wo ich beispielsweise kämpfen musste, dann habe ich mir die auf der Burke Station geholt, bin eben kurz dann mit der Krait dahin geflogen und andere Aufträge, wie zum Beispiel auf Planetenoberflächen, habe ich dann mit der Diamondback Explorer gemacht. Mit den beiden Schiffen habe ich also wechselweise Aufträge angenommen, um zunächst einmal bei der Fraktion den Verbündetstatus zu erreichen. Das geht übrigens auch auf der Boswell Station, meiner noch immer aktuellen Heimatstation. Jetzt quatsche ich wieder zu viel und bin dadurch natürlich wieder zu schnell, ist klar, wie immer. Und da bekommt er auch bei einer entsprechenden Fraktion, wenn er den Verbündetstatus hat, ebenfalls eine Einreisegenehmigung für das Chrom-System, was ganz in der Nähe ist von dem 69G Carine. Das ist auch so ein ähnliches System wie das jetzt hier, das ist LTT 198, wo man eben auch erst eine Einreisegenehmigung benötigt. So, wo müssen wir denn hin? Auf Landeplatz 1, wie immer, wunderbar. Ja, ich sehe schon, das ist da oben scheinbar. Dann heben wir mal etwas die Nase. So. Mal gucken, wie wir da reinkommen. bisschen höher können wir noch. So. Ich glaube, wir müssen da einmal uns drehen. Ja, es sieht so aus. Gut, dann machen wir das Fahrwerk schon mal raus. Ach, das ist so schön sauber und weich, wie das läuft. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Muss ich mich erst mal dran gewöhnen, wie schön soft man das tatsächlich alles steuern kann, wenn der Rechner genügend Leistung hat und die entsprechende Framerate stimmt, dann ist das Ganze nochmal eine ganze Ecke flüssiger. So, da sind wir angekommen. Okay, auftanken geht, reparieren geht auch, aber Munition kann man hier leider nicht nachfüllen. Dazu müsste man dann auf andere Stationen gehen. So, dann würde ich doch mal sagen, gucken wir zunächst mal bei den Sternenhafendiensten. Genau. Schwarzes Brett. Schwarzes Brett. Und inzwischen ist hier sogar die Torval Mining Limited die Fraktion, die das Sagen hat. Als ich die Aufträge gemacht habe, war es diese Fraktion. Inzwischen ist das also gewechselt. Ihr müsst also genau gucken, dass ihr euch, wenn ihr da diese Freischaltung haben wollt, im Grunde genommen den Filter hier genau auf diese Fraktion setzt und nur Aufträge eben für diese Fraktion hier erledigt. Ich mache mal den Filter hin und guck mal, ob sie mir jetzt hier das auch anbieten. So, und da, seht ihr, ist jetzt die entsprechende Mission mit so einem Kettensymbol hier ausgestattet, wo ich die Einreiseerlaubnis für bekommen kann. Dann nehmen wir die doch mal an. So. Und haben wir auch gleich eine Incoming Message bekommen. Die gucken wir uns natürlich jetzt auch mal an. Und da haben wir dann die Erlaubnis für das LTT 198 System ausgestellt. Wunderbar. Dann können wir ja den Weg dahin programmieren. Müsste ja theoretisch hier in der Nähe sein. Aber ich kann es leider nicht erkennen. Muss vielleicht ein bisschen weiter rauszoomen. Mal gucken. Ja, das wird halt nicht so direkt jetzt angezeigt. Da haben wir es doch. Okay. Ein Sprung weit weg. Ich könnte jetzt die Erkundungsdaten dafür kaufen, das lassen wir aber. Da fliegen wir so hin. Okay, dann danke ich euch für die Einreiseerlaubnis und hoffe, dass ich jetzt hier fündig werde. Ja, was ich noch so in Erinnerung habe aus den Kommentaren von El Padre hieß es, da gibt es ein Megaschiff mit der Bezeichnung, boah, irgendwas, muss ich gleich gucken. Zetian irgendwie, und das soll ich anfliegen. Da bin ich mal gespannt jetzt. Da gibt es dann irgendwas mit Guardian-Technologie frei zu kaufen. Zum Beispiel einen Frameshift-Antrieb der Stufe 5 oder einen Detail-Oberflächenscanner mit 100% Ausbau und noch irgendetwas. Wo ich natürlich besonders scharf drauf bin, ist der Frameshift-Antrieb. So, da sind wir doch schon da. Hervorragend. So, dann machen wir mal kurz den Analysemodus rein und hauen mal den E-Scanner hier rein. Wow, 54 Himmelskörper. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Das sieht spannend aus. Da ist ja richtig was los hier. Der Wahnsinn. Da könnten sogar ein paar Terraformierbare dabei sein. Wusste ich's doch. Genau, da haben wir doch schon den ersten. Prima. Den können wir uns natürlich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Was wir brauchen, ist genau er hier. Zetian's Recall. Da soll ich unbedingt hinfliegen. Das machen wir. Da bin ich jetzt mal gespannt. Den Scan von dem Planeten hebe ich mir auf. Ich will jetzt erstmal hier kurz vorbeidüsen. So, unser Treibstoffsammler hat gerade auch mal den Tank wieder voll gemacht. Prima Sache. Und hier bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was mich da erwartet. Sieht auf jeden Fall mal interessant aus. Eine ganz andere Struktur, die ich so, kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern, bisher noch nicht so gesehen habe. Ich nehme mal an, dass der Eingang vorne links ist. Könnt ihr da mal ein bisschen so stellen. Mal gucken. Vor allen Dingen nicht vergessen, das Gas etwas zu reduzieren, wenn man hier solche Sachen macht. Unter der VR-Brille musste ich mich erstmal wieder total umgewöhnen, weil ich das schon lange nicht mehr gespielt hatte. Da ist das Sichtfeld natürlich durch die Brille immer etwas eingeschränkt, muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, dass man tatsächlich, um die Anzeigen hier im Cockpit zu sehen, ab und zu mal den Kopf ein bisschen leicht nach links oder rechts drehen muss. Aber dafür hat man einen fantastischen Überblick, kann einfach das Schiff innen sehen, kann aus den Fenstern rechts und links gucken. Das, was man hier zwar auch kann über diese Mausbewegung, aber das ist einfach nicht dasselbe, denn in der VR-Umgebung sitzt man halt gerade im Sessel und guckt halt tatsächlich nur rum. So, wo ist denn das Teilchen hier? Verborgen in den Ringen. Da fällt mir wieder ein. Mining, das wäre dann als nächstes irgendwann mal dran. Habe ich mir schon was zu überlegt, ein anderes Schiff dafür zu benutzen, nämlich meine Python oder Python, wie auch der eine oder andere sagt. Ich bin da eher bei der Python, genauso wie bei der Anaconda, den Schlangennamen. Ist auch ein wirklich tolles Schiff. Habe ich mir kürzlich mal wieder ausgeborgt. So, da ist er doch, der Zetian's Recall. Der echt scharf aus, das Teil. So, cool. Wollen wir mal gucken, ob es hier eine genau. Landeplatz 4. Den müssen wir nur noch finden. Das da sieht aus wie 2, wenn ich das richtig auf die Entfernung deuten kann. Das ist auf jeden Fall nicht 4. Dann heben wir doch mal das gute Schiffchen ein bisschen hoch. Wahrscheinlich wird es aber unten eher sein, nehme ich an. Ne? Aber das macht nichts. Ich gucke mir das gerne auch mal ein bisschen an, das Schiffchen hier. Ist schon imposant, muss ich sagen. Hat was. Durchaus. Ja, ich glaube, wir müssen nach unten. Dann senken wir mal das Ganze mit den Schubdüsen ein bisschen nach unten gucken. Mal sehen, wo die Landebucht sich versteckt. Da kommt sie doch langsam in Sichtweite. Das ist natürlich in der VR-Brille schön. Da braucht man einfach nur den Kopf ein bisschen nach oben zu machen und kann wunderbar schön immer rausgucken. Das ist wirklich toll. So, dann. Wo haben wir die Zahl? Direkt vor uns. So, dann machen wir mal das Fahrwerk raus. Auf jeden Fall ein tolles Schiffchen, klasse designt. So, dann Supi. Einmal auftanken bitte. Einmal Sternenhafendienste. Einmal Wartung. So, dann schauen wir doch mal, was können wir denn hier so machen? Gibt es hier Kontakte, wo man das machen kann? Ich vermute mal, genau, dass man hier den Technologiebroker brauchen. Gucken wir doch mal. Kernmodule. Kommentierte FSA Version 1 Klasse 5, ein Frameshift-Antrieb. Die Freischaltung dieses Moduls fügt einen augmentierten FSA ihrem Lager hinzu. Der augmentierte ist ein FSA mit erhöhter Reichweite und schnellerer Bootsequenz. Dieser Plan verringert im Austausch für Modulintegrierte erhöhte Energiebedarf und so weiter und so weiter und erlaubt Sprünge mit mehr Reichweite. Aber wir brauchen natürlich noch ein bisschen Sachen hier, nämlich FSA-Datencache-Ausnahmen, chemische Prozessoren, das haben wir alles in ausreichender Menge. Was wir benötigen, sind diese beiden Sachen hier noch. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Tellur und elektrochemische Detektoren. Okay, da muss ich also auf die Suche gehen, wo wir uns das organisieren können. Das ist doch schon mal in Ordnung. Was haben wir denn sonst noch so? Hier haben wir noch andere Oberflächenscanner. Okay, das sieht auch nicht schlecht aus. Den könnte man... Nein, haben wir nicht genügend Materialien. Brauchen wir also auch Sachen. Okay. Wichtig wäre mir allerdings hier der Frameshift-Antrieb. Was haben wir hier noch? Aufhängungen. Einen modifizierten Abbauleser. Okay, das wäre auch eventuell interessant. Wenn wir dann Mining machen, wäre so ein modifizierter Abbauleser bestimmt eine nette Sache. Ist zwar bestimmt auch ohne machbar. Da brauche ich anscheinend auch noch jede Menge Sachen. Okay. Gut, dann wäre für mich als nächstes hier diese Sachen zu besorgen, die wir noch brauchen. Gucke ich dann nach, wo ich die finden kann, wie wir die organisieren, und dann sehen wir uns in Kürze wieder, wenn ich mich hier schlau gemacht habe. Ja, hat mich gefreut, war eine ganz kurze Sache heute, auch nicht weiter aufregend, wollte mich einfach nur mal zurückmelden und zeigen, dass ich noch am Leben bin, der Rechner wieder funktioniert und es kann dementsprechend in Kürze weitergehen. Also, wir sehen uns. Tschüsschen!